دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, bei meinem jetzigen Vortrag geht es um das Thema: Hat das Projekt der Scharia-Polizei oder Scharia-Police den Muslimen geschadet? Oder war dieses Projekt schädlich? Wie ihr schon von mir gehört habt, bin ich der Meinung, dass es falsch ist, dieses Projekt Scharia-Police zu nennen oder damit zu werben, dass es Scharia-kontrollierte Zonen gäbe, weil dem einfach nicht so ist. Das ist eine falsche Aussage von sich selber. Auch wenn es ein Spaß ist, selbstverständlich ein Spaß, für sich selber das Gewaltmonopol in Anspruch zu nehmen oder in Anspruch zu nehmen, dass man eine Polizei sei, oder zu sagen, es gäbe eine Scharia-kontrollierte Zone hier in Deutschland. Und ich habe das schon klargelegt, dass ich das Projekt super finde, fantastisch finde, aber wie gesagt, dass das einige Verbesserungsvorschläge von mir sind. Ich habe allerdings in den letzten Tagen oder in der letzten Woche immer wieder Brüder gehört, die unheimlich empört waren und gesagt und beschimpft und die Brüder auch beschimpft haben, aufs Übelste beschimpft haben: Hey, ihr schadet dem Islam und kann man nicht mal das Gehirn einschalten? Das ist jetzt wieder schlimm und das ist schädlich und das ist schädlich für den Islam und das ist schädlich und das ist schädlich. Das ist schädlich. Und das hat man sehr häufig gehört, dass das besonders schädlich ist. Und daraufhin wurde dann auf unserer Facebook-Seite, beziehungsweise auf der Facebook-Seite Pierre Vogel Official, wurde gepostet, die Frage gepostet: Könntet ihr uns bitte erläutern, was genau schädlich an dem Projekt ist? Denn zu sagen, etwas schadet, ist erstmal nur eine Behauptung, ist kein Beweis, dass es auch wirklich schadet. Ja, und ich bin nicht gegen diesen Namen, weil es schadet, sondern ich bin gegen diesen Namen, weil der Name einfach nicht korrekt ist. Das ist ein Unterschied. Etwas kann korrekt sein und schaden. Also in sich selber korrekt sein, aber in der Situation falsch sein und schaden. Und etwas kann unkorrekt sein, aber muss nicht unbedingt einen Schaden bringen, insbesondere also einen Schaden bringen für die Allgemeinheit der Muslime. Weil ich den Schaden eher minimal einschätze. Und deswegen habe ich die Frage gestellt: Was denkt ihr schadet an diesem Projekt? Und wir haben dann mehrere Tage gewartet, 4 oder 5 Tage, und dann die Sachen mal zusammengefasst, die aufgeschrieben worden sind. Das ist also, nachdem wir gefragt haben, was schadet denn tatsächlich, kamen plötzlich viel weniger Aussagen, dass es schadet. Ja? Okay. Und ich möchte das nicht machen, um jemanden bloßzustellen, sondern ich möchte das hierüber reden, damit wir ein tiefgründiges Verständnis von dieser Situation bekommen. Denn ich möchte euch eins sagen: Noch vor wenigen Jahren war ich genauso gewesen. Sobald irgendwo was ist, bloß den Medien kein Futter geben, bloß nicht sagen, bloß vorsichtig sein. Genauso war ich vor ein paar Jahren gewesen, bis ich mir dann die Frage gestellt habe: Können sie wirklich schaden? Und wo ich mir dann die Frage gestellt habe, warum denke ich so? Warum denke ich so, dass immer wenn die Medien etwas ausschlachten, dass es wirklich schadet und dass man unheimlich darauf achten muss, dass man bloß nicht irgendein falsches Wort sagt, weil die Medien es ja dann ausschlachten könnten. Vor einigen Jahren habe ich genauso gedacht. Aber im Nachhinein habe ich reflektiert und mir die Frage gestellt: Woher kommt das eigentlich? Natürlich können die Medien auch Schaden anrichten, aber ich rede jetzt über die pauschale Aussage: Wenn man etwas Falsches sagt, schlachten die Medien es aus und das schadet. Warum habe ich so gedacht?
Weil das etwas ist, was immer wieder behauptet wird. Das wird immer wieder behauptet, bis man dran glaubt. Die Medien, bloß nichts Falsches sagen, sonst gibt man den Medien Futter und dann schadet es. Aber es basiert nicht auf einer rationalen Grundlage. Und deswegen möchte ich jetzt heute darauf eingehen, auf die Punkte, die uns verschiedene Brüder geschrieben haben. Ein Bruder, der in Medina studiert hat, oder studiert er noch oder hat er studiert? Also der Bruder Abu Adam kennt ihn, ich kenne ihn nicht, zumindest ist mir nicht bewusst, wer er sein soll. Sein erstes Argument, man könnte bei dem Projekt selber in Versuchung geraten. Das heißt, man geht in die Spielhalle rein und man gerät selber in Versuchung und dann könnte man, sitzt man auf einmal selber da am Spielautomaten. Deswegen ist eine Voraussetzung, um an diesem Projekt teilzunehmen, das Projekt heißt übrigens nicht mehr politische Scharia Police, dass man sich sicher ist, dass man dadurch nicht in Fitna fällt. Wer Angst hat um seine eigene Seele, weil er vielleicht früher spielsüchtig selber gewesen ist, soll daran nicht teilnehmen. Aber wenn man diese Regel auf diese Art und Weise pauschal nehmen würde, für jede Dauersituation, dann dürfte man keine Debatten mehr machen, keinen Dialog mehr führen. Weil bei dem Dialog könnte es ja theoretisch möglich sein, dass der gute Argumente gibt und man vom Islam abfällt. Das heißt, diese Aussage ist einfach nicht korrekt. Man kann nicht sagen, dieses Projekt ist falsch, weil man selber in Versuchung fallen dürfen. Und es ist wirklich verwunderlich, wie Leute, die hier in Deutschland wohnen und täglich einkaufen gehen, so etwas als Argument benutzen. Also ich kann dir nur eins sagen. Und natürlich, Alhamdulillah, möge Allah uns festigen, ich kann mir absolut nicht vorstellen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Glücksspiel gemacht oder am Automaten gesessen, Geld eingeschmissen, vielleicht vor einer Zeit, wo ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dadurch irgendwie in Versuchung zu geraten. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man dieses Argument benutzen würde, dann dürfte, und das pauschal so in den Raum wirft, dann darf man gar keine Dawa mehr machen. Dann darfst du auch keinen mehr, von dem du weißt, dass er Alkohol trinkt, sagen, er soll keinen Alkohol trinken. Aber es könnte ja theoretisch sein, dass bei diesem Gespräch, dass er sich dann davon überzeugt, Alkohol zu trinken. Das hat ein Student aus Medina geschrieben. Dann zweitens, das ist auch von dem Studenten aus Medina. Man könnte rausgeschmissen werden, ein Hausverbot erteilt bekommen, was dem Bild des Islams sehr schadet. Also wenn ein Muslim, während er Dawa macht, aus der Spielhalle rausgeworfen wird, dann schadet es dem Bild des Islams. Sehr. Ich würde gerne erläutert bekommen, was denn daran dem Bild des Islams sehr schaden würde. Hat es dem Bild des Islams geschadet, dass der Prophet Frieden und Segen mit ihm aus Taif rausgeschmissen wurde? Das ist kein Argument. Das ist falsch. Das ist eine bloße Behauptung. Dann geht's weiter. Drittes Argument. Sicherlich nagt es auch am Selbstbewusstsein eines Muslims, wenn man aus dem Laden hinaus befördert wird. Also weil es sein könnte, dass der Muslim in die Spielhalle reingeht und weil es dann eventuell sein könnte, dass er dann rausgeschmissen wird, und weil es dann eventuell sein könnte, dass es bei ihm am Selbstbewusstsein nagt, weil er eventuell aus der Spielhalle rausgeworfen wurde, soll man dort nicht reingehen. Ich frage mich wirklich, ob das wirklich dein Ernst ist, für den, der das geschrieben hat. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der für Allah subhanahu wa ta'ala, der den Islam richtig verstanden hat, der für Allah subhanahu wa ta'ala rausgeht und rausgeschmissen wird und dann könnte es an seinem Selbstbewusstsein nageln. Und deswegen sollen wir die Leute ruhig weiter in der Spielhalle am Automaten ihr Leben zerstören lassen. Dann hätte der Prophet a.s. und die ganzen Sahaba besser alle gar keine Dawa gemacht.
Weil jedes Mal, wenn sie Dauer machen, hätte es sein können, dass sie mit Steinen beworfen werden oder was auch immer. Und das könnte ihr am Selbstbewusstsein nageln. Das heißt, wenn wir das als Maßstab nehmen, was bleibt dann noch übrig von der Dauer? Was bleibt noch übrig von der Dauer, wenn wir das als Maßstab nehmen? Dann bleibt nur noch übrig, in der Moschee an Unterrichten teilnehmen. Und einige wenige Leute dürfen rausgehen und Dauer machen. Aber dann wird man bei denen auch wieder irgendeine Ausrede finden. Im Endeffekt wird man niemals so viele Leute zusammenkriegen, die dazu in der Lage sind, die Leute von der Straße zu rufen. Das heißt, das ist absolut falsch. Viertens. Viertes Argument, dass man nicht in die Spielhalle gehen soll, um Muslime zu ermahnen, dass sie lieber kein Geld in den Automaten werfen. Viertes Argument. Von dem Student aus Medina. Man stellt das Gefühl eines Muslims vor, der sich an diesem Ort aufhält, um seine Begierde zu stillen, wenn plötzlich zwei, drei Männer vor ihm stehen und anfangen, ihn zu ermahnen. Es ist unvorstellbar, dass die Mehrheit auf diese Methode hören wird, und Einzelfälle kann man nicht als Vorwand nehmen, um diese Methode zu rechtfertigen. Also, weil der Muslim, der dort sitzt, sich eventuell schämt, weil er von zwei, drei Leuten ermahnt wird, sollen wir ihn lieber weiter am Spielautomaten spielen lassen. Oder andere Sünden machen, die zu den großen Sünden gehören, weil er könnte sich ja schämen, wenn wir ihm sagen, dass das, was er macht, falsch ist. Das ist echt Wahnsinn, das Argument. Wenn man dieses Argument auf jede Situation anwenden würde, wo soll man dann noch das Gute gebieten oder das Schlechte verwehren? Warum ist Umar al-Khattab nachts durch die Straßen gegangen und hat geguckt, wo was falsch läuft? Hätte ja sein können, er erwischt einen Muslim und der Muslim schämt sich dann bei dem Amir al-Mu'minin, dass er erwischt worden ist. Dieses Argument ist so weit vom Verständnis der Salaf. Es ist unfassbar. Und dann heißt es, es ist nicht davon auszugehen, dass die Mehrheit darauf hören wird, sondern nur einige einzelne Leute werden darauf hören und deswegen aber Einzelfälle rechtfertigen die Methode nicht. Erstmal, wir brauchen gar keine Rechtfertigung für die Methode, aufgrund derer, von denen wir ausgehen, dass sie dieser Methode folgen. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Uns obliegt nur die deutliche Verkündung. Selbst wenn kein einziger sich auch nur Gedanken macht, so können wir am Jüngstag sagen, wir haben das Gute geboten und das Schlechte verboten. Wo gibt es eine Regel im Islam, dass man Dauer nur machen darf, wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Leute diesen Ruf akzeptiert? Ich lese nochmal vor. Es ist unvorstellbar, dass die Mehrheit auf diese Methode hören wird und Einzelfälle kann man nicht als Vorwand nehmen, um diese Methode zu rechtfertigen. Das heißt im Umkehrschluss, Kriyas und Aks, wenn die Mehrheit hören würde, dann könnte man es machen. Und wenn die Minderheit hört, dann darf man es nicht machen. Laut dieser Theorie wäre die Dauer der meisten Propheten falsch gewesen. Oder so gut wie alle Propheten, denn die meisten haben nicht auf ihre Dawa gehört. Das gibt es nicht, das ist ein Maßstab in der Dawa, den es überhaupt nicht gibt, ob die Mehrheit der Leute darauf hört oder nicht. Es kommen Propheten am jüngsten Tag, kein einziger hat den Glauben angenommen. Wir können nur nicht sagen, ja, wir dürfen jetzt auf der Straße, wenn wir jemanden sehen, der ist Alkohol am Saufen, dürfen wir ihm nicht sagen, trink keinen Alkohol, weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass er aufhört, den Alkohol zu trinken, außer Einzelfälle. Ach ja, nee, der ist ja auf der Straße. In der Spielhalle ist es ja was anderes, oder wie? Weißt du, was ist das für ein Islamverständnis? Fünftens. Es ist unbekannt in der Sunna, dass der Prophet sündigen Gefährten gefolgt ist, um sie zu ermahnen oder daran zu hindern, die Sünde zu begehen.
Also, weil der Prophet Friede und Segen mit ihm etwas nicht gemacht hat, ist das verboten. Erstens, es ist auch unbekannt in der Sunna des Propheten, dass die Sahaba ins Spielcasino reingegangen sind. Und übrigens, die Sunna des Propheten gibt es Kaulia, Fi'aliya und Takariya, das ist immer noch der Student aus Medina. Das heißt, die Sunna des Wortes, die Sunna des Handelns, was er getan hat, und die Sunna des Bestätigens, dass er beispielsweise etwas gesehen hat und die Leute machen lassen hat. Selbst wenn der Prophet Sahaba nicht hinterhergegangen ist, weil sie was Falsches gemacht haben, ja, so hat er gesagt, wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit der Hand verändern. Und wenn er das nicht kann, mit der Zunge. Und wenn er das nicht kann, mit dem Herzen. In diesem Fall können wir das nicht mit der Hand ändern, man kann das aber mit der Zunge ändern. Oder zumindest versuchen zu verändern. Darum geht's. Jetzt wird jemand sagen, wenn von euch was Übles sieht. Was ist mit dem Sehen hier gemeint? Mit Sehen ist nicht unbedingt nur gemeint Sehen. Wenn der Blinde beispielsweise von etwas hört, was Munkar ist, kann er auch das Üble verbieten. Sonst hieß es ja, ein Blinder darf keinen mehr zum Gebet rufen. Dann hieß es ja, der Blinde darf nicht mehr zu jemandem sagen, hey, trink keinen Alkohol oder wie. Das gibt es nicht in der Sunna. Allah sagt auch im Koran, أَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Hast du nicht gesehen, wie Allah mit den Leuten des Elefantens verfahren ist? Das hat der Prophet a.s. nicht gesehen. Aber er weiß es. Das heißt, hier mit dem Sehen ist gemeint die Wahrnehmung, das Wissen. Wenn wir wissen, da sind Muslime, die dort reingehen und ihr Leben zerstören, dann sollen wir sagen, nee, wir gehen da nicht rein, weil er könnte sich ja schämen. Oder es ist ja nicht davon so auszugehen, dass er nach aus dem Spiel rausgeht. Weil der Prophet ist ja nicht jemand in die Spielhalle gefolgt. Und übrigens, das ist ein Mittel von Geheimdiensten. Ich sage natürlich nicht, dass der Bruder vom Geheimdienst arbeitet. Das ist etwas, wie die Leute geimpft werden, insbesondere in verschiedenen arabischen Ländern. Da wird denen immer, um Bewegung, Dauerbewegung kaputt zu reden, wird immer geguckt, wird immer nach einem Unterschied gesucht, wie der Prophet es nicht gemacht hat. Das ist ein Schema, weil du findest immer einen Unterschied, was der Prophet nicht gemacht hat. Nach diesem Maßstab kannst du alles kaputt machen. Du kannst auch sagen, ja, der Prophet hat keine Universitäten gegründet, wo es Zeugnisse gibt, wo es Bachelor gibt, wo es Magister gibt, wo es Doktortitel gibt, wo es Klausuren gibt, wo es Halbjahrszeugnisse gibt, wo es Halbjahrsklausuren gibt und so weiter, wo es einzelne Fächer gibt, wo es einen Stundenplan gibt. Punkt. Da hast du die ganze Universität kaputt gemacht. Aber das ist eine Wasila der Dawa, ein Mittel der Dawa. Und die Mittel der Dawa, die sind nicht feststehend. Das heißt, man kann mit neuen Mitteln der Dawa kommen, so wie man mit neuen Mitteln von Ta'lim kommen kann. Der Manager Dawa, der ist Tawqifi, der Weg der Dawa. Übrigens kann man aber hier etwas sehen in der Herangehensweise von Omar. Denn Omar ist durch die Straßen gegangen, um zu gucken, ob es jemanden gibt, der Probleme hat, ob es jemanden gibt, der Hilfe braucht, oder ob es jemanden gibt, der etwas Schlechtes macht, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Das ist ganz bekannt aus der Zeit von Omar. Jetzt wird weiter gesagt, solch ein Verhalten widerspricht den Aussagen des Propheten, die Verfehlung von Muslimen zu verdecken. Man soll die Verfehlung von Muslimen verdecken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, jemand hat eine Sünde gemacht, dann soll ich nicht rumgehen und sagen, ey, weißt du was, der Maximilian, der hat deren die Sünde gemacht. Aber hier bei der Aktion geht es überhaupt nicht darum, Fehler zu veröffentlichen. Jeder weiß, dass die Spielhallen voll sind mit Muslimen. Das ist nichts Neues. Und die Brüder stellen sich mit dem Fotoapparat vor die Kamera, ins Gebüsch, vor das Spielcasino, sitzen im Gebüsch mit der Fotokamera. Ding, 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 ha, jetzt haben wir dich. Ha, das stellen wir morgen. Das hat damit gar nichts zu tun mit Veröffentlichung. Man muss erstmal, bevor man etwas schreibt, wissen, was es heißt, eine Sünde veröffentlichen und wissen, was es heißt, jemanden zu ermahnen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich jemand weiß, jemand geht ins Bordell und ich warte auf dem Weg, um dem zu sagen, Bruder, lass das sein,
Oder ob ich mich im Gebüsch vor dem Bordell verstecke, ding, 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 und ihn dann fotografiere, wenn er rauskommt, und am nächsten Tag das überall an die Tür hänge oder den Leuten überall verbreite, ey, weißt du was, der so und so macht das und das, das hat, ist also völlig falsch. Siebtens, was wäre, wenn man an diesem Ort jemanden findet, der in der Moschee bekannt ist und aus Schwäche diese Orte aufsucht? Wie würde dieser reagieren und was passiert mit seinem Selbstbewusstsein? Ist das wirklich dein Ernst? Student aus Medina. Das heißt, weil in der Spielhalle jemand sitzen könnte, ein Ort, der öffentlich zugänglich ist, der überall auf den Mitten, auf den Hauptstraßen und im Industrie und überall zu finden ist. Ja? Weil da vielleicht jemand drin sitzt, der in die Moschee geht und der könnte sich schämen, das könnte sein Selbstbewusstsein schaden. Lassen wir ihn lieber weiter da sitzen, oder wie? Vielleicht wird er sich schämen und deswegen nicht mehr in die Spielhalle gehen. Das heißt, hier wird so viel, was ich bemerkenswert finde, du schreibst diesen Brief an Leute, die gerade eine Aktion gemacht haben, hast du nicht Angst, dass du vielleicht dadurch, dass du es öffentlich machst, ihr Selbstbewusstsein kränkst? Komischerweise, mit dem wir in der Spielhalle sitzen, hast du so viel Gnade, ja bloß nicht, er könnte in die Moschee gehen und dann schämt er sich vielleicht. Vielleicht schämen sich die Leute ja jetzt und vielleicht schadet das ihrem Selbstbewusstsein, weil du diesen Brief geschrieben hast. Vielleicht schadet das ihrem Selbstbewusstsein jetzt. Wann können wir dann noch Dawa machen? Wann können wir dann noch jemanden öffentlich aufrufen? Nur noch im privaten Gespräch, aber da ja auch nicht. Könnte ja auch seinem Selbstbewusstsein schaden. Wahnsinn. Ich bin echt sprachlos. Der Islam befiehlt uns, weitsichtig zu sein. Eine Aktion, jetzt ist der achte Punkt von dieser Person, die in Medina studiert. Der Islam befiehlt uns, weitsichtig zu sein, eine Aktion, die möglicherweise einen kleinen Erfolg mit sich bringt, auf Dauer aber vor Unheil über die gesamte muslimische Umma bringt, ist unweise. Jetzt musst du Beweise bringen, dass diese Aktion Unheil über die gesamte muslimische Umma bringt. Dann sagt man, einen kleinen Erfolg soll diese Sache vielleicht bringen, aber ein großes Unheil. Erstmal, man muss eine Sache wissen, dass das Gute geboten wird und das Schlechte verboten wird, ist ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe nicht allgemein auf die Umma sendet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم Entweder ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe allgemein auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Das heißt, nicht das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwerfen, ist ein Grund, dass die Umma mit großem Unheil getroffen wird. Welches große Unheil soll denn durch diese Aktion passieren? Was ist denn passiert? Wie lange ist es jetzt her, wo ihr das gemacht habt? Eine Woche. Wir können ja mal so einen Countdown laufen lassen, welches große Unheil passiert ist. Das größte Unheil, was bisher passiert ist, jemand wurde schief von seinen Arbeitskollegen angesprochen, angeguckt und dann angesprochen und in die sozusagen argumentativ angegriffen. Was für ein Schaden. Naja, aber bestimmt wird man noch einiges erfinden. Neunter Punkt. Es hat dazu geführt, dass der Innenminister die Scharia mit sehr scharfen Tönen abgelehnt hat. Sie sei in Deutschland nicht geduldet. Achso, die Scharia war vorher in Deutschland geduldet.
Die wurde vorher wurde die Scharia in Deutschland akzeptiert, aber nach dieser Aktion wurde sie nicht mehr akzeptiert. Ganz im Gegenteil, nach dieser Aktion gab es den ersten Bericht in den deutschen Medien, wo differenziert über die Scharia diskutiert wurde. Und diese Aktion hat dazu geführt, dass jetzt viele Leute über die Scharia diskutieren können und dass die Scharia dadurch differenziert wahrgenommen wird. Und wie gesagt, ich bin gegen den Begriff Scharia-Polizei. Aber wir reden hier über die Argumentation. Und wir können doch nicht sagen, weil der Innenminister schlecht über die Scharia geredet hat, ja, hat sich jetzt die Situation der Muslime zum Schlechten verändert. Ganz im Gegenteil, dieser Minister wurde jetzt schon unter Druck gesetzt und das gab es noch nie in der Geschichte Deutschlands, diese Aussage differenzierter vorzubringen und zurückzunehmen. Man muss auch nur den Artikel aus der Welt anzugucken, das gab es noch nie. Zehntens. Der 10. Schaden, laut dem Medina-Student. Man ist gezwungen, Stellung dazu zu beziehen und Geschwister in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Das ist ein Schaden. Das ist Unheil über die Umma. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, eine Stellung zu beziehen, eine Stellungnahme zu machen, weil mich jemand darauf anspricht. Ich bin froh, wenn mich jemand darauf anspricht. Also ich wünsche mir, ich gehe in den Supermarkt und da kommt jemand zu mir und sagt mir, hör mal, was war denn da mit der Scharia-Polizei, dass ich mir das als Mittel benutzen kann, um ihm Dawa zu machen. Das soll ein Schaden sein, dass ich über den Islam reden darf. Bitte, Brüder, es fällt mir wirklich schwer, nicht beleidigend zu werden, weil es mich echt nervt. Wie kann man das als einen Schaden sehen? Brüder, bitte, schaut mal in euer Herz. Was schreibt ihr? Was denkt ihr? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch nicht mit Ernst sagen, bitte, bitte, seid ehrlich zu euch selbst. Ihr könnt doch nicht ernsthaft sagen, es ist ein Schaden, weil mich jemand auf die Scharia-Polizei anspricht und ich die Brüder eventuell kritisieren muss. Wenn wird falsch, das kann man doch ganz sicher kritisieren. Aber du kannst gleichzeitig den Islam verbreiten. Wenn wir gefragt werden und können über den Islam reden, ist doch schön. 11. Noch der Medina studiert. Ein weiter Teil der hiesigen Bevölkerung zweifelt an den Muslimen und ihren Willen, ein friedliches Miteinander zu leben. Der Begriff Islamophobie macht wieder seine Runden. In solchen Situationen ist es umso schlimmer, wenn man unreflektiert auf die Straße geht. Erstmal, ob die Brüder unreflektiert auf die Straße gegangen sind, ist die andere Frage. Und Islamophobie ist nicht erst seit gestern in den Medien und die meisten Muslime haben davon absolut keine Ahnung. Wir haben darüber schon Vorträge gemacht im Jahre 2009. Ja? Im Jahre 2007 haben wir schon, man kann sich das angucken auf YouTube, Vorträge über den Islamhass in Deutschland gemacht. Das ist also kein neues Thema. Die Leute, ja, durch diese Hetze, die schon spätestens beim ersten Golfkrieg angefangen hat, Anfang der 90er Jahre, durch diese Hetze haben sich zwei Lager gebildet. Einmal der Hasser, der PE-Newsler, für den alles schlecht ist, und einmal derjenige, der differenziert, das ist die große Masse. Für ihn gibt es den guten Muslim, das ist der Currywurst-Muslim, der Bier trinkt. Und für ihn gibt es den schlechten Muslim, das ist der radikale Salatfistel. So. Wenn jetzt anfängt, in den Medien zu hetzen, derjenige, der den Muslim immer gehasst hat, der PIler, der bleibt genauso, wie er vorher war. Und derjenige, der vorher differenziert hat, wird auch jetzt differenzieren, insbesondere, weil es eine differenzierte Berichterstattung gibt. In jedem Bericht in den Medien wird erwähnt, ja, aber die anderen Muslime haben damit nichts zu tun. Das ist nur eine kleine marginale Gruppe. Das ist nur eine radikale Splittergruppe. Aber die anderen Muslime sind anders. Das heißt, die Mehrheit der Muslime kann gar nicht dadurch gar nicht beeinträchtigt werden. So. Aber, wie ich nochmal sage, das ist eine Chance, um zu diskutieren. Was ich echt witzig finde, meine Mutter, und die hat den Islam nicht angenommen. Die hat damals die Shahada gesagt, um zu zeigen,
dass sie die Schahada aussprechen kann. Meine Mutter, die hat das verstanden. Zu ihr kam irgendein Gast und hat gesagt, ja, aber ich habe mit meinem Nachbarn geredet und der hat gesagt, ja, das was, also der meinte mich jetzt mit dem ganzen Gelaber, das hat mit Islam gar nichts zu tun. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Alhamdulillah, dass meine Eltern immer zu mir standen. Die hat gesagt, ja, das ist bestimmt eine, ja, ja. Meine Mutter hat sofort verstanden. Meine Mutter versteht das, aber die praktizierenden Muslime verstehen das nicht. Meine Mutter hat zu dem gesagt, ja, ist bestimmt so ein Muslim, der geht bestimmt mit dir ab und zu ein Bier trinken. Ne? Er sagte, ja, der kommt manchmal zu mir, dann grillen wir zusammen Schweinefleisch und trinken dann Bier. Schweinefleisch hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber so. Das sind die Leute, verstehst du, die dann sagen, ja, nee, Islam ist ganz anders. Die noch nie in ihrem Leben gebetet haben oder vielleicht als kleines Kind. Aber meine Mutter kapiert das. Aber unsere Leute, die sich dem Salafi-Manhaj zuschreiben, die kapieren das nicht. Ja. Zwölftens. So eine Aktion, jetzt kommt das nächste Argument von einem anderen Bruder. So eine Aktion kann man sich nicht mal in Ägypten oder Marokko erlauben, geschweige denn in Deutschland. Das ist einfach nur Dummheit und sinnlose Fitna für alle Muslime. Wir haben nicht gefragt, ob das sinnlose Fitna ist. Wir wollten wissen, was ist denn genau sinnlose Fitna daran? So. Und so, es ist auch falsch zu sagen, so eine Aktion kann man sich nicht mal in Ägypten oder Marokko erlauben, sondern so eine Aktion kann man sich erst recht nicht in Marokko oder Ägypten erlauben, weil es doch ein ganz anderes System gibt. Das heißt, diese Argumentation ist einfach falsch. Wir können nicht mit Marokko oder Ägypten auf Deutschland schließen. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Dann, 13. Die Medien haben, das wieder ein anderer Bruder, 13. Die Medien haben wieder Bilder serviert bekommen und können sie schmücken, wie sie wollen. Das ist kein Schaden, sondern das ist das Mittel. Wir wollen fragen, welchen Schaden können die Medien anrichten, dadurch, dass sie diese Bilder haben. Das ist die Frage. Dann kommt 14. Schwestern können noch mehr angegriffen werden, weil Hass entsteht. Subhanallah. Marwa Shabini ist 2009 getötet worden. Ja? Stell dir vor, das würde heute passieren. Da würde man sofort sagen, Pierre Vogel ist schuld. Oder, obwohl ich das jetzt mit der Scharia-Polizei nichts zu tun habe. Hass und Angriffe gab es schon immer. Und diejenigen, die Propaganda machen gegen die Muslime, sind nicht die Medien vor allen Dingen, das sind die Internetblogs. Die sind auch am Arbeiten. Das ist eine härtere Propaganda. Dazu gehört Anders Breivik. Aber das ist das, was an vielen Leuten vorbeigeht. So, diese Frauen haben hier in Deutschland das Recht, geschützt zu werden vom deutschen Staat. Wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen realistisch bleiben. So, und dann musst du erstmal den Beweis bringen, dass diese Frau, die eventuell angegriffen wurde, tatsächlich angegriffen wurde wegen diesem Scharia-Polizei-Gedöns. Wie ich schon gesagt habe, im Jahre 2009 wurde Marwa Shabini schon getötet, bestimmt nicht wegen der Scharia-Polizei. Dann 15. Viele Muslime werden konfrontiert und müssen sich rechtfertigen. Habe ich eben schon gesagt. Ist doch schön, kann man den Islam verbreiten. Dann gab es noch eine Fatwa. Dann gab es noch eine Fatwa von einem Scheich, dem sie die Frage gestellt haben, nachdem die Brüder sich schon lange von dem Begriff Scharia-Polizei distanziert haben. Ich würde auch mal gerne wissen, wofür man da nochmal eine Frage stellt, um schön sich wichtig zu tun oder wie. Und wir haben ja den Scheich gefragt. Würde mich mal interessieren, wofür man dann nochmal, nachdem die Leute, Brüder schon die Sache zurückgenommen haben, nochmal jemanden fragt, um sich so darzustellen, ja, wir sind perfekt, wir haben es ja gewusst. Okay, also das erste Argument von dem Scheich, das bringt ihnen Probleme mit der Bezirksregierung. Wir sagen zu diesem Argument, wenn das Argument wäre, dann hätte der Prophet a.s.w. keine Dawa machen müssen, denn seine Dawa hat ihm Probleme mit der Bezirksregierung gebracht, nämlich mit Abu Jahl und Co. 17. Dadurch werden nur Türen für Schaden für Muslime aufgemacht. Ja, wir wollen gerne wissen, welche Türen sind das. 18. Sie werden dadurch Beleidigungen und Probleme bekommen, für die sie keine Kraft haben. Ob die Brüder dafür Kraft haben oder nicht, kann man wohl nicht entscheiden. Dafür müsste man die Brüder kennen und richtig einschätzen können. Und übrigens beleidigt worden ist auch der Prophet und seine Sahaba. 19. Es wird dazu führen, dass die Moscheen strenger behandelt werden und Prediger eingeengt werden.
Die Prediger, die werden schon lange eingeengt und die kann man auch nicht mehr einengen, weil das rein gesetzlich gar nicht möglich ist. Und die Moscheen sind sowieso mit der Regierung unter einem Hut, von daher kann in den Moscheen auch nichts passieren. Außer einigen vereinzelten Moscheen sollte dem was passieren, machen wir es wie der Prophet in Mekka, wir machen was Neues auf. Dem Prophet ist die Moschee in Mekka weggekommen, hat eine Moschee in Kuba aufgemacht. 20. Würde dies in einem islamischen Land passieren, würde man dies als Rebellion betrachten und wahrscheinlich ins Gefängnis kommen, ja. Wir leben auch nicht im islamischen Land. 21. Sie sollen Munker nur mit Dingen beseitigen, die weniger Munker bringen und nicht gleich viel Munker oder mehr. Munker heißt Schlechtes. Ja, das ist ja die Frage. Wir wollen ja gerne wissen, bringt das mehr Munker? Wir brauchen einen Beweis dafür, dass mehr Munker bringt. So. 22. Hadith. Es ist, ein Muslim soll sich nicht selbst erniedrigen. Und sich zu erniedrigen bedeutet, von Problemen auf sich zu laden, wozu er nicht die Kraft hat, die zu bewältigen. Ja, die Frage ist ja, ob die Brüder nicht die Kraft dazu haben. Also ist der Hadith fehl am Platz, weil man müsste erstmal wissen, haben die Brüder nicht die Kraft dazu? Und inshallah haben die Brüder die Kraft dazu. Von daher, ich habe bisher kein vernünftiges Argument gehört. دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا